Guten Mittag. Da sind wir wieder. Sag mal was. Ja, jetzt, was soll ich euch sagen? Ich heiße euch herzlich willkommen aus der Bärenzentrale, wie das Ding jetzt hier heißt. Das heilt auch schon ganz schön. Die Twitch-Zuschauer wissen warum. Wer braucht denn schon eine Couch im Leben? Ja, also. Also die Couch ist der Drahtesel. Morgens aufs Bike, gute Aussicht auf den Block. Und dann zweite Amtshandlung und sich auf den Thron gesessen. Und dann wird erstmal eine gepflegte Runde gezockt. Nee, Spaß beiseite, aber hier. Der harte Alltag eines Profi-Bodybuilders. Sieht man mal den harten Alltag im Arbeitszimmer, im Office hier. Alice hat das DJ-Pult am Start. Sie hat es schon zwei, dreimal benutzt, aber das wird damit bald in die Vollen gehen. Nee, das darfst du mir zeigen. Wir machen einen kleinen Sneak Peek. Was ist das? Das ist, das war's schon. Ist vielleicht was, was demnächst kommen wird, aber wir haben einiges geplant hier mit Miracle Wear. Wir sind auf jeden Fall fleißig, dieses Jahr nicht mehr, aber dieses Jahr gibt es ein Olympia und da gibt es auf jeden Fall vollen Fokus drauf. Denn, Alter, knapp nur noch 5 Wochen vor Vegas, vorm bigen Event, vor dem größten Bodybuilding-Wettkampf der Welt, dem Olympia. Ihr kriegt einen Einblick auf jeden Fall, denn wir haben es knapp 1 Uhr. Und es wird Zeit, Freunde, für die Sache, die ich kann, für die Sache, mit der ich beschenkt wurde und der ich seit 10 Jahren in treu verfallen bin und die ich über alles liebe, und zwar Bodybuilding. Dementsprechend folgt ihr mir jetzt in die Küche und ich zeige euch das wohl beste, anabolste Pre-Workout-Meal, das es gibt. Let's go. So, die kennt ihr ja, aber es haben sich auch hier einige Dinge getan. Wir haben alles upgegradet. Es gibt nämlich nach dem neuen Kühlschrank, hat Alice sich gedacht, komm, Philips Wasserkocher. Philips Junge, wir schlagen zu. Der andere war verkalkt, jetzt gibt es hier einen neuen. So sieht es bei dem einen oder anderen Dealer auch zu Hause aus oder aber bei einem Profi-Bodybuilder. Normalerweise wisst ihr ja, an Omas Topf kommt nichts vorbei. Der Anabolste der Töpfe. Da werden nur die Haferflocken hin zubereitet, denn Fuchs wie ich bin, ich habe ein neues Rezept und das zeige ich euch jetzt. Erstmal gibt es an der Zahl hier 80 Gramm. Wir wollen absolut geisteskrank shredded sein. Dazu eine sehr anabole Komponente für maximalen Pump. Grüße an alle Studenten. Salz sollte euer bester Freund sein, wenn es ums Pre-Workout geht. Denn das Ding zündet euch auf jeden Fall einen genialen Pump rein. Wer kein Geld hat für irgendwelche Pump-Supplements oder sonst was, dem kann ich Salz auf jeden Fall ans Herz legen und hier gibt es auch schöne 2 Gramm Salz. Und jetzt, was wichtig ist, Freunde, aufpassen, denn jetzt kommt es auf die wichtigen Steps an. Wir haben 80 Gramm Reispudding, wir haben 2 Gramm Salz am Start, der Wasserkocher rennt und dann kommt gleich das Vierfache an Wasser rein, also nach Adam Riese 8, 16, 24, 320 Gramm Wasser. Es dürfen sogar 350 sein, also ich rechne immer mit 350. Was mir gerade eingefallen ist, klassisch, Alice ist nicht am Start, was haben wir vergessen? Beeren. Wir haben keine Beeren am Start, deswegen können wir gleich einkaufen. Das passt dann mit rein, nehmen wir euch gleich mit. Stapfen wir kurz rüber zum Rewe und, hast du wirklich Beeren vergessen? Und holen Berries. Ja. Das ist auch gar nicht schlimm, denn ich wollte eigentlich sagen, wir lassen das Ganze noch 10-15 Minuten ziehen. Und dementsprechend, wenn wir zurückkommen, et voilà. Wasserkocher ist fertig und man leert das hier schön kreisförmig ein. Macht das einen Unterschied? Ja. Das kreisförmige... Man findet mit der Zeit, so dumm wie es klingt, für die Leute, die jetzt noch nie eine Wettkampfvorbereitung gemacht haben, die Athleten fühlen mich komplett, man findet mit der Zeit einfach so eine eigene Kreation, eigene Handgriffe raus, wie man was perfekt vorbereitet und kriegt dann auch einen richtigen Tick. Wenn das nicht so läuft, wie man das sich sonst auch immer macht, dann kann einem schon der ganze Tag ruiniert sein. Das Geile beim Reispudding, der ist schon hydrothermisch aufgeschlossen, sprich das Ganze wird extrem, extrem gut von eurem Körper verdaut und aufgenommen und deswegen eine sehr, sehr geile Sache als Pre-Workout-Meal. Sowas wie Haferflocken liebe ich auch und funktioniert auch, aber Haferflocken haben sehr viele Ballaststoffe. Die machen zwar gut satt, aber das ist vorm Training nicht so optimal. Also da würde ich eher dann
zu Rice und Chicken oder Rice Pudding und Whey ist natürlich, oder Isolat noch besser, dann habt ihr direkte, leicht verdauliche Proteine und Kohlenhydrate am Start, was ich nicht so empfehlen würde. Im Post-Workout-Meal ein bisschen Fett zu haben ist okay, kann man machen, es sind ja auch viele so voll die Anti-Fett im Post-Workout-Meal. Das ist ein bisschen widerlegt, da kann ich sagen, könnt ihr auch 15 Gramm Mandelmus noch drauf machen, wer Bock drauf hat. Aber im Pre-Workout mir ganz wichtig, lasst da die Fette weg, arbeitet da eher mit Kohlenhydraten, Fetten und einer Fruchtkomponente, so ist eine Banane oder so in der Off-Season, klopfe ich mir da auch gerne rein, die sind reich an Kalium. Kalium sorgt dafür, dass das Wasser im Muskel gespeichert wird, in der Zelle, und gibt euch dann auch einen geilen Pump, also das Salz und Kalium muss immer im Gleichgewicht sein. Und dann passt die Sache. So sieht's aus. Dann richtig kommt das Brettchen drüber. Warum? Dass es besser durchzieht. Auch ein Tick von mir. Guck mal, das habe ich mir gegönnt hier. Bei der Chili-Teppich. Das war jetzt eine Woche. Eine Woche der gute alte Chili-Teppich. Aber die kommt nicht ins Pre-Workout. Alter, fast schon passiert. Ich schwör's dir, Markus, mein Tag war ruiniert. Genauso wie Salatkräuter, wenn die mal falsch stehen und man dann irgendwie in seinem Prep-Spatzenhirn ohne Kohlenhydraten anfängt, leert man es drüber und denkt sich niemals. Aber jetzt gibt's einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich im Rewe. Und nicht im Rewe, aber im Aufzug. Der Aufzug schiebt über viel in letzter Zeit. Was ist eigentlich mit deinem Bart? Bleibt der jetzt oder? Was sagt man, No Shave November oder No Nut November? No Nut November. No Nut November, aber ich dachte mir, Nutten tue ich eh nicht. Ich shave mich mal nicht. Einfach um, da habe ich Flex Lewis, wer Flex Lewis nicht kennt, große Bildungslücke, 2012er, Legende und Goat, müsst ihr mal abchecken. Der hat halt immer erst so sich kurz vorm Wettkampf rasiert und ich wollte einfach mal den ganzen November mich nicht shaven, um dann zu sehen, wie ist der Kontrast. Wenn ich es wegmache, wie ist das Deadface am Start? Und deswegen der Gedanke eher mit dem nicht rasieren. Mir haben ein paar geschrieben, so, die finden es gar nicht schlecht. Aber ich bin auf jeden Fall, also wenn es um Bühne geht, da bin ich auf jeden Fall Team Shredded Jawline. Weil auf der Bühne hat ein Bart in meinen Augen nichts verloren. Wer kommt denn da entgegen? Es ist jetzt hier gerade voll nicht gestaged. Wir laufen einfach raus und Alice ist am Start. Ich habe die jetzt einen Tag nicht gesehen. Die ganze Zeit vermisst. Muss man auch mal sagen. Also. heute war wieder Markt, Freunde. Mal gucken, ob wir mal wieder ein paar Schlüpper oder ein BH für die Damen ergattern können. 85D kommt bei mir auf jeden Fall noch nicht hin. Aber hier, wie wäre es mit so einem Ganzkörper? XXL Jumpsuit, Nachthemd. So Team Nachthemd, seid ihr Team Nachthemd? Schreibt's mal rein. Wäre doch was für dich hier. Ein Doppel-Rip Herrenslip. Könnte ich mir dich schon gut drin vorstellen. Was kümmerst du dich immer um alle mit deine Mitmenschen? Ist einfach zu gut. Ja, und hier auf jeden Fall die Ruski Gopnik Squad holen. Muss man auf jeden Fall auch mal bringen hier. Tripper Ruski. Wisst ihr Bescheid? 3 Streifen. Voll besetzt im Rewe hier. Die Schüler sind unterwegs und da muss ich euch eine kleine Story raushauen aus meiner Schulzeit. Ihr fragt ja auch oft, was kann man so snacken, wenn man in der Schule ist. Und was ich mir da mal geholt habe, ist tatsächlich hier sowas beim Bäcker. Das ist so ein ganzes Baguette einfach. Das hier einmal geholt, wisst ihr Bescheid. Gehen wir weiter. Und so schnell habt ihr eigentlich eine vollwertige Mahlzeit am Start. Und dann will ich auch gar keine Excuses hören. Geheimtipp Nummer 2 für die Proteins. Damals war es noch von Jahr tatsächlich der Hähnchenbrustaufschnitt. Jetzt, wo ich älter bin, kann ich mir auch den hier leisten. Der mit Curry, sehr nice von Hertha. Davon 2 packen, das sind 200 Gramm, das sind 40 Gramm Eiweiß, oder? Ja, 40 Gramm Eiweiß, ich hab's immer noch im Kopf. Klatscht euch da drauf, habt ihr ein wüstes Baguette am Start. 2 von den Dingern und weil es noch nicht genug Proteine waren, holen wir noch von dem Kräuter Dip Light noch ein Ding oder Finesse oder Frischkäse. Frischkäse gab es damals nur, da gab es noch nicht die neuen Light Sachen und sowas am Start. Und dann klatscht ihr euch das alles auf einen selbstgemachten Subway und habt keine Ahnung für 2 Euro, 3 Euro eine vollwertige Mahlzeit in, lass mich nicht lügen, hier 15 Sekunden zusammengeholt.
Ich habe immer noch eine Banane dazu geholt für die Früchte oder einen Apfel. Und dann war die am Start. Das aber auch geil. Was ich hier gerade schon wieder sehe. Sucuk. Sucuk mit Ei. Jungs, sei mal ehrlich, Sucuk mit Ei. Schon böse. Wisst ihr Bescheid. Da Alice jetzt aus Paris zurückgekommen ist. Paris? Ja, und ich sie jetzt nicht gesehen hatte, aber weiß, worauf sie richtig abfährt, dachte ich mal, der guten Dame im Haus kann man mal eine Freude machen und bring ihr von ihren Lieblings, sie liebt die Dinger über alles. Also wenn ihr Alice mal eine Freude machen wollt, irgendwo, und ihr wisst, sie kommt auf ein Seminar, auf die FIBO oder sonst was, bringt Alice den Ehrenmann Protein Chocolate Mousse mit. Also dann habt ihr euch auf jeden Fall die Freundschaft eingekauft bei der. Und deswegen bringen wir der Dame des Hauses mal zwei davon mit. Jetzt holen wir noch Berries und dann sind wir hier auf jeden Fall am Start. Schwabe wie ich bin, nehmen wir heute lieber mal die Heidelbeeren. 5 Euro für Himbeeren sind schon frech, Alter, aber ja, die sind auch geil. Normal mische ich immer beides, aber wir nehmen heute die Heidelbeeren mal mit. Dann passt die Sache. Nochmal eine lustige Story aus meiner Kindheit. Meine Mom hat immer dieses Seidenbacher extra für Kindermüsli genommen. Aber auch geil. Und jetzt überlegt euch mal, ich habe jeden Morgen ein Packen davon weggezimmert in meiner Warte mal, wie viel? Das sind nur 500 Gramm oder so? Es sind verfickte 400 Gramm. Und 100 Gramm haben fast 400 Kerls, nur 7 Gramm Fett, 66 Gramm Carbs, also da wisst ihr mal, da habe ich schon 50 Gramm Eiweiß allein aus dem und da war noch nichts dabei. Später, als ich dann mein erstes Whey bekommen habe, irgendwann mit 16 oder so, wo meine Mom nicht dachte, dass es Roids sind, habe ich das immer mit Whey angemischt, Vanille Whey damals noch oder Schoko Whey, gab es ja nur die beiden, und dann habe ich mir das Ding komplett reingezimmert, schmeckt einfach übel geil, aber ja. Für alle Schüler, ladet euch das rein, denkt nicht immer so viel drüber nach, einfach ordentlich fressen und dann kommt die Masse auch. Und ja, jetzt habt ihr schon hier 2 Meals, Frühstück und Mittagspausen, Mahlzeit von mir als Ideale mitbekommen. Und das könnt ihr auf jeden Fall nachmachen, wenn ihr den selbstgemachten Subway fetzt. Nochmal Brot vom Bäcker, ganzes Baguette. Klatscht 2 Packungen rein und einen Frischkäse drüber, Banane oder Apfel dazu. Und dann habt ihr auf jeden Fall das Bären-Sandwich. Wer es nachmacht, gerne auf Insta verlinken, dann wisst ihr Bescheid. Es gibt auf jeden Fall ordentlich Gains und erfüllt seinen Zweck. Und was ich auch immer gemacht habe, Grüße gehen raus an meinen Schulfreund Luca. Der hat sich immer eine Käselaugenstange und 2 Streusel-Donuts geholt. Und die habe ich dem gut und gern mal einfach weggesnackt. Hat sie. Bist du? Bist du nackt? Rechts oder links? Rechts oder links? Links. Ich hab doch schon 2. Alter. Schatz. Alice macht so viel für dich. Ohne die wärst du ja nirgends. Links dazu. Zum Pre-Workout-Meal. Seit ja, jetzt 2-3 Wochen. Natürlich werden Nootropic und Nitro auch noch dazu geladen, aber ja, die letzten Wochen sind Stimulantien behaftet. Also würde ich jetzt keinem empfehlen, viel Koffein zu sich zu nehmen, aber ich sehe das ganz locker, weil ich weiß, es sind jetzt 4-5 Wochen, wo ich viel Koffein zu mir nehme und in der Offseason nutze ich keinen, also 0.0 Milligramm Koffein. Und selten auf jeden Fall, ja. Machst sehr du selten. Pausen und so. Ja, also ich baue ich immer Pausen ein, kann ich euch auch empfehlen, einfach zum Refreshen der Rezeptoren. Es sieht genauso aus, wie es aussehen muss. Wir haben hier die Konsistenz am Start. Ja, fast sogar noch ein bisschen Wasser könnte gehen, aber jetzt kommt das Final Protein rein, Freunde. Und woran erkennt man ein gutes Whey-Isolat-Hydrolysat? Und zwar, wenn ihr das wo rein dippt und das Ganze dann noch flüssiger wird, also bei normalen Whey oder Casein, dann wird es schön cremig. Das Tusi Plus kann ich euch empfehlen für alle, die ihr Porridge voluminös und cremig machen wollen. Aber Pre-Workout wollen wir, wie gesagt, das Isolat am Start haben. Normal ist da mein Favorite auf jeden Fall das Lemon. Das ist Killer. Also ich denke, wie kann Lemon schmecken, aber ist geil. Es gibt dann wie so einen kleinen
Lemon Cake. Mhm. Aber Schoko auch eine geile Sache, wer feiert nicht Schokolade? Deswegen hier 50 Gramm. Rein in die Olga. So muss die Konsistenz bei euch sein, Freunde. Vierfache Menge Wasser, 10 Minuten ziehen lassen, 2 Gramm Salz, 50 Gramm Whey. Und das Ganze dippen wir dann hier für 2 Minuten in die Mikro. Ziel ist es da, den Kuchen außen härter zu haben und innen dann ein bisschen weicher, noch wie gesagt mit flüssigem Kern. Und wie das ganze Ergebnis gleich aussieht, schauen wir uns an, wenn es fertig ist. So, das Ganze war jetzt bei 2,5 bis 3 Minuten in der Mikro, aber ihr könnt es dazwischendurch immer aufmachen und dann seht ihr, wie ich schon angesprochen habe, außen ist das Ganze hart und innen ist, hat das noch so einen flüssigen Kern hier. Ah, das ist herrlich, Freunde. Das ist einfach herrlich. Das versüßt euch eine Prep. Man möge den Zimtteppich ausrollen. So, sieht ein strammer Teppich aus. Genießen. Let's go. So, Freunde, jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und wir sind wieder in Heisenbergs Geheimlabor unterwegs. Es werden wieder Pulver zusammengemischt. Bin immer noch nicht bei einer vollen Portion, weil mir reichen die 40 Gramm, sage ich ehrlich. Und ich benutze den Nitro X tatsächlich auch nur bei den Tagen wie Rücken oder Schulterarme bzw. Arme. An den anderen Tagen gehe ich mit dem normalen Nitro rein, mache mir da eine Mischung aus Nitro, Glutamin und dem schönen Nootropic, davon gibt es auch noch was. Weil bei Schultern eher weniger, aber gerade bei Armen mir die Mind-Muscle-Connection extrem wichtig ist und bei Rücken und Arme meine Verbindung zum Muskel nie ganz so gut war und mit dem Nootropic eben hier eben die Mind-Muscle-Connection krass verbessert werden kann und dementsprechend baue ich den da noch mit ein. Koffein hatten wir jetzt schon durch den Kaffee. Ich bin auch gut hibbelig, deswegen brauche ich auch kein Meter mehr noch da dazu. Das ganze Ding abschmecken, wichtig. Ich trinke das Ganze schon daheim. Wir sind dann so eine halbe Stunde unterwegs und dann geht das Training los. Weil das Ganze muss natürlich auch wirken, wenn ihr 5 Minuten vorm Training reinschüttet, mir dann schreibt, oh was, ich habe gar keinen verbesserten Pump oder so. Klar, das hätte ich euch gleich sagen können, weil das Ganze braucht ein bisschen Zeit, bis es aufgenommen wird. Weiter geht's aber. Das war nur der erste Teil, das war der Pre-Workout. Intra-Workout gibt es bei mir. Mtor ERAs. 30 Gramm am Start, um die Proteinbiosynthese zu spiken. Intra-Workout gibt es bei mir nicht mehr, aber geht auch gut so. Und was ich auch benutze, Beta-Alanin, 5 bis 6 Gramm, gibt ja im Intra, gibt dem Ganzen einfach so ein. Erstmal dieses Kribbeln, was ich ganz angenehm finde, habe ich euch schon mal davon erzählt. Außer wenn man in der Bahn sitzt und die nicht vorwärts geht und dann fängt auf jeden Fall alles an zu kribbeln, die komplette Fresse. Wissenschaftlich glaube ich nicht ganz belegt, aber soll die Ausdauer verbessern. Sprich, man soll die letzten Wiederholungen noch besser rauspumpen können. Wird hier gerade in Deutschland zu wenig behandelt, das Thema Hydration. Und ich bin ganz, ganz großer Fan. Stay hydrated zu sein. Und was ich auch noch dazu nehme zum Free, haben wir hier L-Carnitin, 2 Kapseln, nehme ich morgens vor dem Cardio nüchtern, 2 Stück und 2 vorm Training. Einfach um den Fettstoffwechsel anzuregen. Das ist der Pre-Workout-Stack, Intra-Workout-Stack. Wenn ihr den ganzen mal ausprobieren wollt, den legendären V-Stack, könnt ihr das machen. Wer die Olympia-Prep supporten will, der kann das auch machen mit Code POLACO auf esn.com. Auf jeden Fall beste Rabatte aktuell. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber haben wir noch 20% auf alle Vitalstoffe. Auch eine sehr geile Sache, wenn wer auf Insta auf jeden Fall fleißig die Story schaut. Sieht da auch von mir mal schön viel Input in Form von Folien, wo ich das Ganze erkläre und darauf eingehe. Wir sind locked and loaded und jetzt geht's ab in den Bunker, Schulterarme zu reißen. Ich hab deftig Bock. Let's go. So, Jungs, wir sind angekommen. Ihr wisst, wenn das Stundenband drauf ist, sind wir im Tunnelmodus und geben Gas. Fang an mit Schultern. Warum? Schultern können nie dick genug sein und ich muss sagen,
Schultern habe ich nicht vernachlässigt, aber die wachsen bei mir auch wie Unkraut. Aber ich hatte die immer nur beim Push- und Pull-Tag dabei, mit der hinteren. Und das war dann eher auch immer weiter hinten vom Training. Und ja, ich will auf jeden Fall Schultern, die richtig rauspoppen. Wer will das nicht? Und deswegen fangen wir mit Schultern an. 3 Übungen, a 3 Sätze. Und machen dann weiter mit den Armen. Und was ich oft sehe, was ihr bestimmt auch oft seht, sind die Jungs und Mädels mit solchen vorderen Schulterköpfen. Seitlich meistens dann okay, bist schon ein bisschen schäbig. Und hintere Schulter einfach Flachland, was dann natürlich extrem beschissen aussieht, denn die hintere Schulter sorgt für einen 3D-Look, also richtig geil. Und deswegen verstehe ich auch die Leute nicht, die dann sagen, ja okay, und was sagen wir an, Frontheben, Schulter drücken, weil man es halt so macht. Und das ist immer ein bisschen falsche Herangehensweise. Deswegen habe ich recht früh schon gecheckt, okay, wir fangen an. Zum Beispiel auch bei Beinen mit Beinbeuger, weil die meisten Kackbeuger haben und guten Sport. Und dementsprechend fangen wir an mit hintere Schulter. Da mache ich 3 Sätze. Erster Arbeitssatz kommt jetzt. Und da tue ich jetzt nicht irgendwie Top-Back-Off-Satz machen, sondern mache jetzt einen Satz mit mehr Wiederholungen. Es funktioniert ganz gut. Und steige dann immer das Gewicht. Also mache so ein Pyramidensystem. Und der letzte Satz ist der erste Satz. Und dementsprechend fange ich an mit hintere Schulter, machen dann weiter mit seitlichen und machen dann eine Schulterdrückvariante und dann haben wir es für die Schulter. Das ist auf jeden Fall zum Text, was dort abgeht. Jetzt halte ich die Fresse und ihr könnt dabei zugucken. Boah, Alter, so über 20 Wiederholungen scheppern auch an, das will ich auch kurz pausen. Das ist ein kleiner Muskel, die Schulter, die Arme auch. Können da richtig Druck machen. Schön viel Blut reinbringen. Schöner Style am Start. Das ist Style. Wisst ihr, was scheißegal ist im Studio? Wie er aussieht und was andere Leute von euch denken. Weiter. Weiter. Oh. So, hier auch die richtige Einstellung wichtig. Nicht ganz tief, ungefähr auf Hüfthöhe. Ihr könnt sogar noch ein bisschen höher machen, wir fahren hier rein. Ihr braucht die auch gar nicht irgendwie mega eng zu machen, sondern es reicht so. Oh. 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 Los! Oh. No excuses! Hoch! Oh. Oh. Kannst du stärker werden in der Diät? Ist nur Kopfsache, Mann. Scheiß drauf. Ist nur die Psyche, was entscheidet. Es beginnt alles nur im Kopf. Was auch viele denken, wenn man sagt Back-Off-Satz. Ja, du machst dir einen schwer und dann einen voll leicht. Ich zeige euch mal das Gewicht hier und dann den Back-Off-Satz. So. Das ist der zweite Satz. Also, ich hasse es, wenn man sagt, du machst schwer und leicht. Es muss immer schwer sein, so schwer, wie es für euch möglich ist. Für Alice wäre das jetzt nicht möglich zu bewegen. Für Ronnie Coleman wäre das aber leicht. Es ist immer, merkt schon, es ist immer unterschiedlich. Deswegen, individuell für euch müsst ihr immer schwer trainieren. Wie viel das jetzt ist, ob das 50 Kilo auf der Schrägbank sind oder 20, ist mal dahingestellt. Da geht noch was, los, komm. Hoch. Oh. Oh. Letzten machen wir jetzt tatsächlich ein gutes Stück leichter. Wollen über 10 Wiederholungen machen. Und dann, wie gesagt, so viel wie es rausgeht, halbe Wiederholung. Und unten dann noch halten. Probiert es mal zu Hause aus. Sei es jetzt am Beinbeuger oder beim Seitheben am Kabel oder bei sowas wie Bizeps am Kabel. Macht da euren Satz. Viele Wiederholungen. Und dann am Ende haltet ihr das Ganze in der Spannung für so 15 bis 20 Sekunden Minimum. Alter, ich sag's euch. Das haut richtig rein und gibt nochmal einen übertrieben fetten Reiz auf die Schulter oder auf
das jeweilige, die jeweilige Muskelgruppe. Also richtig cool, mit solchen Geschichten auch die Intensität nochmal hochzutreiben. Ja, geht vorwärts. Halt! Halt! Oh, fuck! King of Aesthetics. Alter, schaut euch das mal an, einfach. Diese Lines, diese Details, guckt mal die Beine an, das ist immer, das stelle ich mir immer vor und versuche, das in jeder Wiederholung zu erarbeiten. Ich bin ja ein Fan von Linie, von Härte, von den Details. Also, wenn man mich in den Klamotten sieht, denkt man vielleicht, ja, okay, der sieht gar nicht so ultra massiv aus oder so, aber ich finde halt, wenn du das dann ausziehst, auf der Bühne präsentierst, und so richtig krasse Details hast in der Muskulatur drin, ist geisteskrank und das hat er halt mitgebracht. Zwar gegen später nicht immer, aber ja, für mich das Nonplusultra, was Physik und Aesthetics angeht. Wir sind hier am Start, Freunde. Im nächsten Teil des Bunkers. Ich muss sagen, die Schulterpresse habe ich ja schon probiert, die High Row auch. Und die funktionieren sehr, sehr gut. Auch in der Diät kann man heavy gehen, Freunde. Ich muss gleich noch 2,20er holen. Würde es Riech-YouTube geben? Es ist ätzend hier. Es ist wie eine Säure in eurer Nase, in eurem Gaumen. Erinnert mich an die Zeiten, wo ich meinen Ferienjob gemacht habe, in so einer Beschichtung, die haben so Oberflächenbeschichtungen gemacht. Da musste ich auch immer in so einen Ofen rein, erst die Teile auf so eine Trommel drauf, dann wurde die beschichtet, dann musste ich den Ofen reinigen. Und dann, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und ich so aus meiner Nase so schwarze Bröckel holen, boah. Und da haben die mir erst mal nach 2 Wochen Ferienjob haben die mir eine Maske gegeben. Ah, du hattest ja gar keine, so Spezialmaske, habe ich gesagt, Jungs, danke für nix. Ja, ich bin motiviert, seit ich in Florida war, was Schulterdrücken angeht. Irgendwie macht's Spaß und so ein reiner Schultertag auch. Also das kann ich euch auch mit auf den Weg geben. Lasst euch inspirieren, motivieren. Macht einfach auch mal Sachen, die euch Bock machen, die ihr nicht irgendwie macht, weil YouTuber ABC es vorgeschlagen hat, sondern ja, werdet ein bisschen kreativ. Wenn ihr Bock habt auf, wir haben früher zum Beispiel einen Deadlift Day gemacht. Deadlift Day, ich war nie ein guter Heber, aber ich habe gesagt, hey, ich mach mit, wir machen das. Und dann bin ich mit meinem Jungs Dave und Poldi ins Studio und wir haben 2 Stunden nur Kreuzheben gemacht irgendwie. In allen verschiedenen Sachen mit 100er Sätzen, 100er Wiederholungen und so. Und es hat einfach Bock gemacht. Macht das, was euch Spaß macht, wenn ihr ein Ritual habt, keine Ahnung. Sonntags die Beine zu zerstören, danach das China All-You-Can-Eat-Buffet auseinanderzunehmen, dann macht es das was Geiles. Collect Memories mit euren Leuten und so, das ist auch das, der Bodybuilding-Spirit, um was es geht. Sich gemeinsam zu zerlegen und dann was Cooles zu machen. Das ist wie so ein, wie ein Motorradclub, müsst ihr euch das vorstellen. So, man schweißt da zusammen und die Eisenbrüder stehen zueinander, deswegen. Das ist so das, wie es mir beigebracht wurde, wie ich es geil finde und so will ich das auch nach außen hintragen. Deswegen macht nicht immer gegeneinander, macht miteinander, wenn ihr euch versteht. Wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Man muss sich nicht mit jedem verstehen, mache ich auch nicht, aber tut auf jeden Fall, ja, da ein bisschen danach schauen. Ich schaue jetzt auf jeden Fall nach dem nächsten Satz, Alter. Let's go! Last one, best one! Nochmal alles rausholen jetzt. Weiter. Weiter, komm. Oh.
bisschen Pump ist drin. Low Carb Pump. Wir haben jetzt hier auch eine Minibar im Bunker. Ihr kennt ihr das noch im Freibad, wo es die blauen und roten Slushes gab. Hat Max mal wieder im Freibad geklaut und hat es in sein Studio reingestellt. Komm! Komm! Komm, komm! Schulterarme, Freunde. 5 Weeks out aus dem Bunker. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Supportet weiterhin wie bisher. Freut mich geisteskrank. Und die nächsten 5 Wochen werden interessant. Ihr seid auf der Reise mit dabei. Bis zum Tag X. Liebe geht raus auf jeden Fall an die Bären-Community. Und wir sehen uns im nächsten Video.